Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Willkommen zu dem Update. Möchten uns den Aktienmarkt anschauen. Gestern hatten wir die Fed-Sitzung in Amerika. Also in dem Sinne erwartet keine Veränderung an den Zinsen selbst. Letztendlich die Aussagen, also es gab gestern ebenfalls eine Pressekonferenz. Die Aussagen relativ zufriedenstellend für die Märkte, in dem Sinne, dass die Fed erstmal pausiert, so wie es aussieht oder wie die Kommentare ankamen. Aktuell wird dieses Jahr für eine Erhöhung bisher plädiert oder es wird davon ausgegangen. Man wird sehen, ob sich da weiterhin dann was tut. Im Moment, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch für eine. Ansonsten würde die Fed dieses Jahr nichts mehr machen. Und das freut erstmal die Märkte. Wir haben gestern eine Rallye gesehen, die alle Indizes betraf. Wir haben in allen Indizes, außer jetzt dem DAX, neue Hochpunkte. Die werden wir uns jetzt gleich anschauen im US-Markt. Und mögliche Implikationen versuchen dann zu beschreiben. Okay, wir fangen an mit dem DAX. Der DAX hat dementsprechend hier seit Jahresanfang oder seit der Weihnachtszeit jetzt eine wunderbare Rallye gebaut. Wir haben jetzt knapp 1000 Punkte Rallye hinter uns. Letztendlich ist okay, also es ist keine Wertung, es können auch 5000 Punkte sein oder nur 300. Letztendlich geht es darum, dass ein kurzfristiger Trend eben intakt ist. Wir haben Tiefpunkt, Hochpunkt, Hörer, Tiefpunkt und so weiter, eben die ganze Folge. Im Moment passt das, wir haben keinen Bruch dieser Trendfolge. Was aktuell im Moment stört im DAX, wir haben jetzt heute Morgen es verpasst, ein neues Hoch zu etablieren, also über der 320 von letzten Freitag. Und das Ganze würde im Moment eben die Sorgenfalten bzw. die Ausführungen vom letzten Freitag bestärken. Aktuell, was können wir sehen in dem kurzfristigen Verlauf? Wir haben jetzt gestern ein neues Verlaufstief im DAX gehabt. Dieses Verlaufstief kann eine Korrektur abschließen. Also diese Situation haben wir kurz besprochen. Und zwar, wir haben hier den ersten Abverkauf, Gegenbewegung, zweiten Abverkauf. Wir sollten eben die L5 nicht unterschreiten. Dann kann sich der Markt hier nochmal hochschwingen und weitere Hochpunkte bis 460 sogar erreichen, wenn man den Reverse Fibo hier ansetzt. Okay, jetzt heute eben die Rallye auf dieses Hoch. Hochpunkt wurde nicht überschritten, das ist der Hochpunkt. Und somit lässt sich aktuell ebenfalls die Situation durchspielen, dass wir hier einen Fehlausbruch nach unten hatten im DAX, gefolgt von einer C-Welle, die praktisch einer Korrektur gleichkommt. Diese Korrektur, die würde jetzt praktisch neue Nahrung bekommen, wenn wir diesen eingezeichneten Bereich, also diese kleine Schiebezone hier, nach unten verlassen. Dann würde sich praktisch eine Impulsbewegung auf die Unterseite aufbauen mit dem ersten Ziel in Richtung 11.005. Also somit diese Zone unter dieser Zone mit Stundenschlusskurs wäre ein Short eben logisch für das Erreichen eben dieser 11.000. Bullish im Gegensatz, also sprich, dass wir diese Situation hier haben, wäre es im Moment nur, wenn wir eben über diese beiden Hochpunkte laufen, im Prinzip auf Schlusskursbasis hier im Stundenchart über dem Hoch bei 76. Das hatten wir ja heute eben ein Push, Stundenschlusskurse jeweils darunter. Und das ist hier dementsprechend dann die Schwierigkeit im Moment, das Ganze dann einzuschätzen. Wenn wir jetzt auf die 5 Minuten Intervalle geht, also Intraday, kann man hier durchaus einen Impuls nach unten erkennen. Und zwar vom Hochpunkt eben, erste Bewegung, Gegenbewegung, zweite Bewegung, Gegenbewegung und dann eben das Tief in dem Zusammenhang. Somit haben wir einen Widerstand bei 220. Im Idealfall schafft es der DAX hier bis zur US-Eröffnung nochmal hier hoch zu kraxeln. Richtung 220.
Und ab diesem Bereich ist dann eben die Gefahr, dass wir diese Schiebezone auf der Unterseite nach unten verlassen. Wie gesagt, bullisch wird es nur, wenn wir per Stundenschlusskurs im Idealfall über der 280 notieren. Am besten eben das Tageshoch rausnehmen. Das ist für heute sehr wichtig, also sprich dieser Bereich. Ansonsten selbe Situation wie am Freitag und auch die komplette Woche über, wenn man die Vola hier rausnimmt. Okay, das dazu zum DAX mit dieser wichtigen Schiebezone, die es heute zu verteidigen gilt. Okay, dann kommen wir zum US-Markt. Im US-Markt haben wir folgende Situation, und zwar haben sich gestern neue Hochpunkte etabliert, also der S&P hat diese Zone hier rausgenommen. Sollte das Ganze ein nachhaltiger Ausbruch sein, also sprich eine bullische Auflösung dieser Konsolidierung, dann hat der Markt hier dementsprechend mit diesem Abverkauf einen kleinen Trick gespielt, und zwar hat er eine verkürzte C-Welle hier etabliert und wir sind eben in einer oder in der nächsten Ausbruchssituation in Richtung 2700 und höher, also so in etwa schematisch dargestellt. Wichtig ist dementsprechend dieser Bereich, dass wir diesen nicht mehr nach unten verlassen. So, im Prinzip kann hier der Markt sogar einen Rücksetzer sich erlauben, und zwar wenn man so mit dieser Extension arbeitet, also für eine B-Welle wäre das hier noch absolut tauglich. Das hier ist der große Support-Bereich zwischen 61er und 38er Retracement. Sollte der Markt dementsprechend hier einen Rücksetzer erstmal benötigen, also von diesem Schub gestern, dann sollte er im Idealfall so laufen, in diese Support-Zone und der untere Bereich, also die Konsolidierungsbereiche dieser Woche, gelten dann als Stop und dann kann sich hier dementsprechend eine weitere Impulsbewegung dann etablieren. Okay, dass diese Situation, die übergeordnete Marschroute, lässt sich ebenfalls wie im DAX erklären von letztem Freitag. Und zwar, dass der Hochpunkt eben ja tatsächlich letzte Woche hier etabliert wurde. Wir sogar schon den ersten Abverkauf hatten. Und diese Gegenbewegung ist jetzt eben in drei Wellen ein Fehlausbruch in der Welle B, sprich A, B, Verzeihung. So in dem Falle. Und wir bekommen hier einen Fehlausbruch und werden dann dementsprechend eine übergeordnete Korrektur dann erleben, die in etwa dann erstmal so aussieht. Und okay, das sind dann dementsprechend die aktuellen Routen bzw. die Ideen für den S&P. Also hier die große Frage, B-Welle, die eben als Fake dient, sprich Stops raus und wir gehen in die entgegengesetzte Richtung, das Ganze ebenfalls sichtbar im S&P, im Dow Jones meine ich. Der Dow hat perfekt eben das 25.085 Ziel abgearbeitet. Das war hier diese Extension, die 161er, sollte der Markt diese Zone erneut brechen, hat er gemacht. Und auch hier ist jetzt die Situation im S&P, die gleiche wie im Dow Jones, die gleiche wie im S&P und auch im DAX. Wir haben praktisch hier diese erste Bewegung und nun möglicherweise eben diesen Fake in der B-Welle, in der Maximalausdehnung. Und Folge dessen wäre eben, dass wir hier in eine C übergehen, die sich dann in etwa so aufteilt und eben auf die Ausgangszone, auf den ersten Support im Bereich 23.700 dann nochmals erstrecken sollte. Also das ist die Möglichkeit, die hier tatsächlich besteht durch diesen möglichen Fehlausbruch dann in dieser B-Welle. Und die Alternative, wer sagt, nee, das ist für mich ein Trend, weil ich eben sehe, dass der Markt hier diese Bewegung gemacht hat.
Der kann wie folgt vorgehen, dass wir einfach diesen Anstieg eben beobachten über die Retracements und dementsprechend in dieser Zone, die als geeignetes Retracement dann gelten kann, also zwischen 24,8 und 24,6, dass sich eben der Markt über diese Situation in ein neues Bull-Szenario dann hier schleudert. Und das wäre dann die bullische Alternative, obwohl es zum Beispiel für heute oder morgen tendenziell abwärts geht. Okay, aber übergeordnet, wichtig ist eben dieser Hochpunkt von letztem Freitag, über den definiert sich dieses komplette Muster hier, das man dementsprechend beobachten sollte. Achtung, hier eben im Dow Maximalausdehnung erreicht, 161, und deswegen hier die leichte Vorsicht in diesem Markt. Okay, soweit zu den Aktienindizes. Dann schauen wir nochmal auf den Euro-Dollar. Der hat ebenfalls gestern Top-Show abgeliefert. Was gibt es hier zu sagen? Letztendlich die Kontrollmarken wunderbar gehalten. Wir können hier sagen, dass hier eine Dreierbewegung als Korrektur lief, somit nächster Impuls. Der sollte ebenfalls bereits fünfwellig gelaufen sein in dieses Hoch heute. Zack, nach dem Fünfer sollte sich eine Korrektur einstellen. Da sind wir jetzt mittendrin. Aktuell kann man sich diesen Tiefpunkt von gestern, also Kontrollpunkt, praktisch hochziehen. Von hier praktisch hier rüber. Und jetzt ist die Frage eben, wann kommt hier der nächste Schub im Euro? Man kann dementsprechend hier so ein Fibo setzen und ebenfalls 38er bis 61er Retracement beobachten. Heute Morgen direkt der 38er, Sie sehen es. Und das 61er liegt im Bereich 14,50. Das wäre auch der Hochpunkt der alten Bewegung. Und das ist dann die große Supportzone und wichtig eben für einen weiteren Anstieg, dass eben diese Zone hält. Und dann kann das Ganze hier weiterlaufen in Richtung dieses Hochs vom 10. Januar bei 1,1570 dann als nächste Anlaufstelle. Okay, das werden wir beobachten. Und die wichtigen Marken im Euro-Dollar 1,1290 sowie jetzt eben die 1,14. Okay, gleiche Situation im Gold, wunderbarer Ausbruch hier gestern ebenfalls. Die Zone 13,15 pulverisiert, perfekt. Und auch hier selbe Situation. Die Frage ist eben, inwieweit das hier ein Impuls war, der abgeschlossen ist. Also von dieser Konsolidierung kann man das durchaus so angehen. Die Alternative ist, dass nur dieser Schub dieser Impuls ist, sodass die Kontrollmarke auf dem gestrigen Tiefpunkt liegt. Das ist hier im Bereich 13,07 zu sehen. Und Intraday kann man sich praktisch mit... wenn es eine Konsolidierung gibt, kann man dann mit dem Hoch und dem Tiefpunkt das Ganze verbinden und dann dementsprechend die Retracements abarbeiten. Wichtiger Support, das sieht man jetzt über den Hochpunkt bereits, ohne Fibo ist dieser Bereich 13,15. Solange wir da drüber handeln, kann sich die Bewegung weiterhin fortsetzen. Dann nochmal vielleicht ein Blick auf den Tageschart im Gold, und zwar stellt sich die Frage eben, was genau diese Situation ist, ob wir hier eben eine 1212 haben und dann dementsprechend hier diesen Impuls, dass wir hier die 3 fertig kriegen, 5, und dass es dann dementsprechend so weitergeht. Im Prinzip bis in den Bereich 1380, das sind die Jahreshochs letztes Jahr und im Jahr 2016 gewesen, dass wir eben an diese Zone hereinkommen. Okay, soweit zum Gold. Wichtig, es ist noch
oder hat noch keine größere Bedeutung, aber man sieht, dass dieser letzte Schub jetzt, also von 12,76 über den Tageschart gesehen, eine erste kleine Divergenz dann schon aufweist. Und was man jetzt schon eben daraus entnehmen kann, ist, dass dieser Schub die Bewegung beendet, ganz gleich, wo dann das Hoch letztendlich sein wird, bevor wir dann eben in eine Konsolidierung übergehen. Im Prinzip sollte dann der MACD über den Tageschart wieder in Richtung Nulllinie laufen und diesen Anstieg dementsprechend konsolidieren. Okay, soweit die Updates für den Moment. Ansonsten weiterhin good trades, viel Erfolg und ade.